The cement slab below the reactor core is heating up and in danger of cracking. The magma is threatening to seep through. The water the firemen poured during the first hours of the disaster has pooled below the slab. If the radioactive magma makes contact with the water, it could set off a second explosion even more devastating than the first. The country's top experts are called into action. Vasily Nesterenko was one of them. At the time, he was working on improving the Soviet Union's intercontinental nuclear missiles. If the heat managed to crack the cement slab, only 1,400 kilograms of uranium and graphite mixture would have needed to hit the water to set off a new explosion. The ensuing chain reaction could set off an explosion comparable to a gigantic atomic bomb. Our experts studied the possibility and concluded that the explosion would have had a force of 3 to 5 megatons. Minsk, which is 320 kilometers from Chernobyl, would have been razed and Europe rendered uninhabitable. Die Betondecke unter dem brennenden Reaktorkern erhitzt sich. Damit steigt die Gefahr, dass sie einbricht. Das Magma droht durchzusickern. Hinzu kommt, das Löschwasser hat sich unterhalb der Betondecke gesammelt. Wenn es mit dem radioaktiven Magma in Berührung kommt, kann es zu einer zweiten, weitaus schlimmeren Explosion kommen. Sämtliche Experten des Landes werden hinzugezogen. Wasili Nesterenko war einer von ihnen. Wenn die Betondecke durch die Hitze gebrochen wäre, dann wären 1400 Kilogramm des Uran-Graphit-Gemisches mit dem Wasser in Berührung gekommen. Dadurch hätte es zu einer noch gewaltigeren zweiten Explosion kommen können. Die Kettenreaktion hätte eine Explosion ausgelöst, die mit der einer gigantischen Atombombe vergleichbar gewesen wäre. Unsere Experten gingen alle Möglichkeiten durch und kamen zu dem Ergebnis, dass die Explosion eine Stärke von 3 bis 5 Megatonnen gehabt hätte. Minsk, das 320 Kilometer weit von Tschernobyl entfernt liegt, wäre ausgelöscht und Europa zum größten Teil unbewohnbar geworden.